Hallo zusammen. Jetzt sehen wir, wie man Plusquam Parfait mit Verb être bildet. Wie ihr schon weiß, in Passé Composé, wir können ein Passé Composé mit Verb avoir bilden oder mit Verb être bilden. Das hängt vor allem davon ab, welche Verben haben wir. Also wie schon gesagt, die Mehrheit der Verben bildet man mit Verb avoir, in Passé Composé und in Plusquam Parfait. Aber bei anderen Verben, und zwar die Bewegungsverben, bildet man das Plusquam Parfait mit Verb être. Nicht am Parfait, sondern Plusquam Parfait mit être. Und die Verben sind aller, gehen, apparaître, arriver, descendre, entrer, monter, mourir, naître, partir, sortir, rester, retourner, tomber et venir. Diese Verben habe ich ja bereits schon in Lektion von Passé Composé erklärt, also was sie bedeuten. Ihr könnt einfach zu diesem Video gehen, dann werdet ihr eine Übersetzung von all diesen Verben von mir hören. Bei der Konjugation von Plusquam Parfait mit Verb être, also es ist ja ähnlich zu mit Verb avoir, wir konjugieren être in imparfait, j'étais, und dann haben wir das Partizip nicht in männlicher Form. Partizip nicht in männlicher Form. J'étais venu. Venu ist vom Verb venir. Wir haben Infinitiv hier, ir am Ende, deswegen im Partizip muss das ein U werden. Tu étais venu, il était, ou bien elle était venue, nous étions venus, vous étiez venus, ils, elles étaient venus. Eine Frage konnte hier kommen, warum haben wir ein S hier? Ist wegen der Eingleichung. Also die Plusquam Parfait mit Verb être, muss man im Partizip immer das Partizip angleichen. Das werde ich noch mit mehr Details im nächsten Video erklären. Für jetzt, also ich glaube, das reicht schon für dieses Video. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in späteren Videos. Ciao, ciao!